kann ich aber stehen bleiben. Ja. Wenn du da sind möchtest, ja. Nee, nee, da bin ich ja raus. Ja. Ich kann nur sagen, wenn das möglich ist, mache ich. Ja, und? So, alle fertig? Wir haben heute im Kabinett beschlossen, dass wir die weltweite Reisewarnung ab dem 15. Juni für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und für die Schengen-assoziierten Staaten und für das Vereinigte Königreich aufheben und durch individuelle Reisehinweise ersetzen, sofern es keine Einreiseverbote mehr und keine großflächige Ausgangssperren in den jeweiligen Ländern gibt. Diese Voraussetzungen erfüllen alle Länder, bis auf Norwegen, bei denen die Einreisesperre noch länger gehen wird, und auch Spanien. Dort wird in einer heutigen Parlamentssitzung darüber beraten, die Einreisesperre bis zum 21. Juni zu verlängern. Es würden dann unmittelbar danach die gleiche Regelung auch für Spanien gelten. Wir haben es uns mit dieser Entscheidung nicht einfach gemacht. Es gab in den letzten Tagen und Wochen eine Vielzahl intensiver Gespräche mit unseren europäischen Partnern, aber überall werden die Lockdown-Maßnahmen schrittweise zurückgeführt. Der Betrieb in Hotels und Restaurants läuft wieder an. Und vielerorts ist es auch gelungen, die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen. Und dieser positiven Entwicklung tragen wir mit dieser Entscheidung Rechnung. Ich weiß, dass diese Entscheidung große Hoffnungen und Erwartungen weckt, will aber auch noch einmal sagen, Reisewarnungen sind keine Reiseverbote und Reisehinweise sind keine Reiseeinladungen. Und das wollen wir in den Reisehinweisen deutlich machen, die auch zum Inhalt haben können, dass von einer Reise dringend abgeraten wird, etwa nach Großbritannien, solange dort noch eine 14-tägige Quarantäneverpflichtung für alle Einreisenden besteht. Wir dürfen uns auch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Die Pandemie ist längst nicht vorbei. Und wir müssen gemeinsam verhindern, dass eine Wiederaufnahme des Tourismus zu einer zweiten Welle führt in Deutschland, aber auch anderswo. Und dabei kommt es viel auf die Eigenverantwortung jedes Einzelnen an. Und jeder kann dazu beitragen, mit unseren wiedergewonnenen Freiheiten und mit ihnen verantwortungsvoll umzugehen, dass uns eine zweite Welle erspart bleibt. Wir werden zu jedem Land die besten verfügbaren Informationen in unseren Reisehinweisen zur Verfügung stellen, damit Reisende sich für eine Reise entscheiden können oder eben auch dagegen. Wir haben auch beschlossen, dass wir die Aufhebung der Reisewarnung auch zukünftig davon abhängig machen, wie sich die Lage vor Ort entwickelt. Wenn es mehr als 50 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner über 7 Tage gibt, müssten wir darauf reagieren mit auszurufenden Maßnahmen, die auch darin bestehen können, dass aus einem Reisehinweis wieder eine Reisewarnung werden würde. Insofern, und auch das muss klar sein und auch das ist Bestandteil des Beschlusses des Kabinettes, es wird in diesem Sommer nicht noch einmal eine Rückholaktion geben für deutsche Urlauber, die sich im Ausland befinden. Natürlich werden wir über unsere Botschaften und unsere Konsulate deutsche Reisende bestmöglich unterstützen. Wir werden aber nicht noch einmal ein eigenes Rückholprogramm auflegen, mit dem deutsche Touristen aus dem Urlaub im Sommer zurückgebracht werden können. Vielen Dank.
Nein, wir haben das heute beschlossen, dass die Reisewarnung für den benannten Kreis von Ländern nicht fortgesetzt wird, sondern ersetzt wird durch Reisehinweise. Diese Reisehinweise sind wir zurzeit dabei zu erstellen. Die werden auch nach dem 15. Juni tagesaktuell angepasst, je nachdem, wie die Entwicklungen vor Ort sind. Aber das ist die Regelung, die wir für die Europäische Union und die assoziierten Staaten inklusive Großbritannien getroffen haben, die wir jetzt umsetzen werden. Und das wird gelten ab dem 15. Juni. Für Drittstaaten warten wir die Entscheidung der Kommission in dieser Woche auf, ob die Einreisebeschränkung nach Europa aus Drittstaaten verlängert wird, und würden uns damit gegebenenfalls in der nächsten Woche im Kabinett noch einmal beschäftigen. Es ging im Wesentlichen darum, welche Kriterien wir festlegen, um möglicherweise Reisehinweise auch wieder in Reisewarnungen umzuwandeln. Für uns ist entscheidend gewesen, dass wir feste Absprachen erzielen konnten mit den Ländern, um die es geht, also mit anderen europäischen Ländern, was die Kapazitäten der Gesundheitssysteme vor Ort angeht, was die Fragen angeht, was tun wir mit Menschen, die infiziert sind, werden die zurückgebracht oder eben nicht. Und vor allen Dingen, wie werden diese Kriterien kontrolliert? Das wollen wir auf europäischer Ebene harmonisieren. Aber wir werden natürlich auch selber über unsere Möglichkeiten, die wir haben, tagesaktuell hier im Krisenreaktionszentrum mit Informationen versorgt, die uns es ermöglichen, tagesaktuell Reisehinweise anzupassen und möglicherweise, was wir nicht hoffen, aber wenn es notwendig ist, auch wieder Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Da wir die Reisehinweise zurzeit zusammenstellen und wir auch bis zum 14. Juni alle Informationen, die wir aus den Ländern bekommen, dort aufnehmen, kann ich jetzt die Reisehinweise für jedes einzelne Land noch nicht in einer konkreten Form vorlegen. Das wollen wir auch nicht. Und wir werden das auch nach dem 15. tagesaktuell anpassen. Aber zum Beispiel für ein Land wie Großbritannien, bei dem bekannt ist, dass die Quarantäneverpflichtung über 14 Tage auch über den 15. Juni hinausgeht, würden wir in dem Fall, wenn dies bis dahin so bleibt, wovon wir ausgehen, dringend davon abraten, nicht notwendige Reisen nach Großbritannien zu unternehmen. Okay? Ja? Ja? Wir haben einen Follow-up-Prozess vereinbart mit allen Teilnehmern der Libyen-Konferenz, die in Berlin stattgefunden hat. Und das wird alle 4 Wochen wird es einen neuen Gastgeber geben. Das war Italien gewesen. Das ist wegen der Corona-Pandemie nur bedingt umsetzbar gewesen. Das besprechen wir jetzt noch einmal. Und wir wollen diesen Follow-up-Prozess, so wie er vereinbart worden ist, konsequent umsetzen. Und das, glaube ich, ist notwendig, jetzt auch in der Corona-Zeit einen Sachstand über die Entwicklung in Libyen, über das, was vereinbart worden ist, noch einmal mit den Partnern zu besprechen, in welcher Form das stattfindet. Im Moment sehr viel bilateral oder auch in kleineren Formaten. Und wir sind davon abhängig, wie die Lage sich insgesamt entwickelt, um gegebenenfalls auch alle noch einmal zusammenzutreffen. Das ist aber in dem Follow-up-Prozess so vereinbart und das wird sicherlich auch stattfinden, aber abhängig von den Rahmenbedingungen, mit denen wir es im Moment zu tun haben. Okay.